Was geht ab, euer Mann Tim ist wieder da. Endlich habe ich wieder Möglichkeiten zu filmen. Das ist ein bisschen schwierig hier im Februar. Heute mit der Frage, die ich öfter mal von euch gestellt bekomme, nämlich warum stehen Frauen auf ältere Männer? Das will ich heute mit euch mal ein bisschen bequatschen, euch erklären, warum das so ist. Und das hast du vielleicht selbst schon mal festgestellt, wenn du allgemein mit Frauen unterwegs warst, Frauen als Freundinnen oder auch deine Freundin oder Freundinnen von Kumpels von dir, dass es oft so ist, nicht immer, dass Frauen mit einem älteren Mann zusammen sind. Oder dass der Mann tendenziell ein paar Jahre älter ist als die Frau. Und ich hatte schon mal ein Video gemacht, wo ich über den sexuellen Marktwertgrafen gesprochen habe. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum Frauen tendenziell auf ältere Männer stehen. Das ist ganz cool. Und ich meine damit nicht dieses, du siehst 20, du bist 50. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine im Sinne von, wenn du 19 bist, hast du eine bessere Chance bei einer 16-Jährigen. Wenn du 25 bist, hast du eine bessere Chance bei einer 21-Jährigen, als wenn du 21 bist. Wie gesagt, das muss nicht immer so sein. Lass das, was ich dir hier sage, nicht irgendwie zu einem limitierenden Glaubenssatz für dich werden im Sinne von, oh, ich bin nicht 16, jetzt kann ich mit keinen 16-Jährigen was anfangen. Das ist nicht der Punkt, davon rede ich nicht, das ist nicht meine Aussage. Mir geht es nur darum, dass du verstehst, und das ist einfach wichtig zu wissen, warum Frauen auf ältere Männer stehen. Was es ist an diesen älteren Männern, dass Frauen tendenziell attraktiv finden. Und da kommen wir nochmal auf den sexuellen Marktwertgraf. Ich werde den hier einmal einblenden für dich und dir den einmal erklären. Also du siehst jetzt diesen sexuellen Marktwertgraf. Das ist nichts Wissenschaftliches, das ist mehr was aus Erfahrung, sage ich mal. Und du siehst halt, der Peak, also der Höhepunkt bei der Frau liegt ungefähr bei, die haben den da glaube ich für 23 eingezeichnet. Und der Peak, also der Höhepunkt beim Mann, der liegt eher so bei, die haben das glaube ich bei 38 eingezeichnet. Bedeutet einfach, das ist so der Moment, wo Frau bzw. Mann ihren höchsten sexuellen Marktwert hat. Ne? Weil der sexuelle Marktwert der Frau liegt eben mehr in diesem 23er-Bereich, weil der sexuelle Marktwert der Frau eher vom Aussehen abhängt und der sexuelle Marktwert des Mannes hängt eher von anderen Faktoren ab, die sich über die Zeit entwickeln, wie beruflicher Erfolg, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, fest im Leben stehen. Das sind so andere Faktoren, die werden mit der Zeit immer mehr. Also du bist tendenziell mit 35, 38 gefestigter, als du es mit 21 bist. Ne? Deswegen ist da dein Peak. Und du wirst es auch merken, ich merke das selber auch gerade, je älter du wirst, ich bin ja jetzt 26, je älter du wirst, desto gefühlt einfacher wird es tatsächlich mit den Frauen. Früher musste ich mir noch mehr Mühe geben, heute läuft das deutlich einfacher und entspannter. Das heißt, wenn du sowieso Gas gibst in deinen Anfang 20 Jahren, dann Mitte, Ende 20, boom, dann zündet das Ganze und dann kannst du da ganz entspannt Erfolg mit Frauen haben. Was auch immer das für dich bedeutet. Naja, also der sexuelle Marktwertgraf zeigt das eben, dass der Hochpunkt der Männer weiter hinten ist und der Hochpunkt der Frauen ist weiter vorne. Naja, und damit ist jetzt nicht gesagt, wenn Frauen jetzt nicht mehr schön sind, sind sie nicht mehr wertvoll, das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist nur, dass eine heiße 23-jährige Frau wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit von Männern auf sich ziehen kann, als eine 38-jährige Frau. Das ist einfach die Aussage. Ja, mehr Männer werden auf sie stehen. Das ist das, was der Graf aussagt. Und da erklärt sich auch, warum Frauen auf ältere Männer stehen. Also Frauen stehen deswegen auf ältere Männer, weil sie eben diese Attribute mehr entwickelt haben. Selbstbewusstsein, fest im Leben stehen, Erfolg im Job, Erfolg im Leben allgemein. Na, wenn du jetzt eine 16-Jährige hast, die lebt vielleicht noch bei ihrer Familie zu Hause, bei ihren Eltern und du bist, sagen wir mal, 20 und studierst jetzt gerade oder was und bist in deiner ersten eigenen Wohnung, jetzt als Beispiel. Na, dann bist du natürlich, also für eine 28-Jährige wärst du wahrscheinlich sehr jung und unerfahren. Für eine 16-Jährige bist du halt sehr erfahren. Ja, du bist deutlich weiter als sie. Sie wohnt noch bei ihren Eltern, du wohnst schon alleine, lebst schon ein eigenes Leben. Sie denkt sich, wow, voll krass, weil in ihrem ganzen Leben hat sie ja nur zu Hause gewohnt und du wohnst alleine. Das ist so ein ganz großes Ding. Das hatte ich damals auch mit meiner Ex-Freundin, wo ich schon alleine gewohnt habe und sie war ganz überrascht, so wow, du kannst ja alles machen, was du möchtest, du kannst ja essen, was du möchtest, du kannst ja kaufen, was du möchtest, musst da nicht irgendwie mit deinen Eltern drüber reden. Ich so, ja, so ist das.
Und ja, das fand sie halt sehr cool. Das hat sie da zu dem Zeitpunkt sehr begeistert. Und ich merke das auch heutzutage, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so 21-jährige Frauen treffe, die sind meistens so am Anfang ihres Studiums oder so gerade am Anfang, ja, so Anfang Mitte ihres Studiums vielleicht. Und ich bin halt schon in meinem Beruf auch schon seit mehreren Jahren tätig und da einfach deutlich gefestigter als die. Und deswegen kann ich als älterer Mann mehr diese Attribute mitbringen. Wenn du ein bisschen jünger bist, also wenn wir jetzt von diesem Alter 16, 15 reden, in diesem Alterszeitraum zählt bei der Frau noch ein bisschen mehr, wie gut siehst du aus? Weil Frauen, die so 15, 14, 16 sind, die können noch nicht so erkennen, was einen erfolgreichen Mann ausmacht, weil die noch zu wenig Erfahrung haben. Und deswegen geht es da eher über Aussehen. Aber je älter du wirst, desto mehr zählen diese anderen Faktoren. Ja, wie gefestigt bist du im Leben, wie gefestigt bist du als Mann, wie selbstbewusst, entspannt bist du, wie erfolgreich bist du allgemein in deinem Leben, was das auch immer für dich bedeutet, ne? Und deswegen stehen die Frauen auf ältere Männer, weil die älteren Männer eben tendenziell besser diese ganzen Attribute in sich vereinen. Und natürlich gibt es da auch dann die Ausnahmen. Kann natürlich auch mal sein, dass eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist, aber dann kann es natürlich auch sein, dass dieser jüngere Mann eben schon deutlich gefestigter ist. Ne? Muss ja nicht sein, dass du erst mit 26 irgendwie im Beruf ankommst oder was auch immer. Kann ja sein, dass du schon mit 20 aufgrund von was auch immer bereits lange berufstätig bist, wenn du eine Ausbildung gemacht hast beispielsweise. Vielleicht warst du so gut in der Ausbildung, dass du vielleicht schon eine führende Position übernommen hast in deiner Firma und dann bist du vielleicht schon mit 21 sehr gefestigt und bist vielleicht mit einer 24-Jährigen zusammen, die noch im Studium ist. Und du bist im Gegensatz zu ihr sehr gefestigt. Die Ausnahmen bestätigen da aber nur die Regel, ne? Und ich rede hier gar nicht von sexueller Anziehung, denn auch eine 28-Jährige kann zum Beispiel mit einem 21-Jährigen oder noch jünger schlafen. Das ist nicht der Punkt. Ich rede jetzt hier mehr von, oder das bezieht sich mehr auf tatsächlich dann auch Affären, Beziehungen, ob es jetzt offen ist, ob es geschlossen ist, auf längere Dinge mit den Frauen. Weil eine Frau sich tendenziell nicht auf was Längeres einlassen würde mit einem, der viel jünger ist als sie, wenn dieser Mann eben nicht gefestigt ist. Also die Frau hat immer gern das Gefühl, dass sie da einen Mann hat, der vom Erfahrungswert über ihr ist. Ne? Das habe ich auch in dem Vortrag zu diesem sexuellen Marktwertgrafen mal gesagt, dass es tendenziell gut ist, wenn du eine Frau hast oder wenn denn die Frau dich als ein paar Stufen über ihr sieht. Weil sie sich dann eher auf dich einlassen kann, dir dann eher vertrauen kann und dann das Gefühl hat, du regelst alles und hast alles im Griff. Und das ist der Grund, Antwort auf eure Frage, warum Frauen eher auf ältere Männer stehen. Aber wie gesagt, lass das jetzt nicht zu einem limitierenden Glaubenssatz werden. Du kannst in jeder Altersstufe etwas mit jeder anderen Altersstufe anfangen, ist überhaupt kein Problem. Ich rede von tendenziell und du wirst merken, wenn du jetzt an deinem Erfolg mit Frauen arbeitest und du bist noch ein bisschen jünger, dann wirst du merken, je älter du wirst, desto entspannter und lockerer wird das und dann kannst du sozusagen die Früchte von dem ernten, was du in den Jahren davor gemacht hast oder naja, die Früchte davon ernten, dass du dich um dein Leben gekümmert hast in den Jahren davor. Schön, dass du dabei warst. Das war's von mir hier von der Couch mit diesem Thema. Wenn du eine Frage hast, die ich klären soll, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Wie ihr wisst, lese ich jeden Kommentar. Geil, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching bei mir, wenn du deinen Erfolg mit Frauen dieses Jahr aufs nächste Level bringen möchtest, viele Frauen kennenlernen möchtest, mit vielen Frauen schlafen willst oder eine Freundin finden willst. Dabei helfe ich dir. Unter mir kannst du dich dafür bewerben. Und rechts unten geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen restlichen Tag. Ciao.